Das libanesische Parlament hat am Dienstag beschlossen, dass der Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke legal ist. Dabei zielt das Land besonders auf den Export, der für die Wirtschaft sehr lukrativ sein könnte. Gerade in Zeiten der großen Finanzkrise, wie sie im Moment im Libanon herrscht. Dazu der libanesische Abgeordnete Wibi Khatija am Dienstag. Meiner Meinung nach geht es vor allem darum, dass der Cannabisanbau in bestimmten Gebieten des Libanon von einer illegalen Produktion hin zu einer legalen Landwirtschaft umgewandelt wird. Für das libanesische Volk ist das ein sehr wichtiges Projekt, das einstimmig angenommen wurde. Denn obwohl die Kultivierung der Pflanze im Libanon illegal war, wurde Cannabis im fruchtbaren Bekaa-Tal seit langem offen angebaut. Dass nun die Produktion einen legalen Rahmen bekommt, steht unter anderem auch im Zusammenhang mit einem Untersuchungsbericht der Beratungsfirma McKinsey, der 2018 vom Libanon in Auftrag gegeben wurde.